Seid gegrüßt zur sechsten Folge vom Let's Play Prey in der Sigmund-Version. Dann wollen wir auch mal gleich rüberschalten und weitermachen. Ja, wer hat denn in der fünften Folge bis zur letzten geguckt? Oder bis zur letzten Minute? Eigentlich, weil... Einmal. Zweimal. Jetzt müsste er kaputt sein, denn wenn er zu ist, kann man ihn nicht zerstören. Weil ich nehme hier ganz anders auf. Ich mache keinen Schnitten mehr hinterher. Deswegen wäre das hier auch sozusagen blind, also total blind und neu. Und deswegen... Mal wieder ein Heinz. Mann. Wo ist denn noch was? Da oben hier. Na, super geil. Gut, dass es hier einen Shelter gibt. Ja, ich mache das live, also ich mache keinen Schnitt mehr, deswegen. So, wo seid ihr denn? Da ist er. Ja. Ach, das ist mir viel zu aufregend, Leute. So geht doch immer da rein. Bleibt der da hängen? Stop, Human. Ja, ja. Das ist doch nicht gegen mich. Hold. Da ist er. Okay, ist er hin? Ja. Die Waffe blinkte. Stop, Human. Hold. Da ist er. Okay, das haben wir jetzt mal ganz elegant gelöst. Gibt's hier... Oh Mann. Super klasse. Ja, gibt's noch irgendwelche rote für mich? Hier. Getroffen. Der Zufallsgenerator oder wie, oder was? Ah, den habe ich noch getroffen. Über mir und über mir, neben mir. Ich hab hier voll hängen. Mist. Denn überhaupt noch? Ja, drop your Fappen. Ja, habe ich aber keine Fappen mehr. Okay, der ist hin. Geht das wieder los? Okay, ja. Der muss weg. Oh, Mann. Hoffentlich habe ich den noch in der Welt erwischt. So, gibt es noch andere rote? So. Gleich mal knapp. Bleib ich hier an der Kante hängen. Okay. Glück gehabt. Mal speichern. Also, ich wollte ja hier rüber gehen. Es wird auch ein bisschen verwirrend hier. So ein Vieh hier. Hat das doch geschafft gehabt. Stopp. Rein. Und was jetzt?
Aha. Wieder hier durch oder wie oder was? Das macht einen richtig fertig hier mit diesen Kuben. Ja, durch welche soll ich denn jetzt durchgehen hier? Nee, dann gehe ich durch die durch, die ich denke, dass ich durchgehen muss. Und zwar hier hin. Genau, richtig. Ja, also. Mann! Was hat mich denn hier? Ah, er hat noch eine Waffe geschmissen. Krebs, grünen Krebs geschmissen. Ich fass es nicht. Einmal kurz rüber in die sphärische Welt und dann winken wir mal eben kurz ab. Also ein Hin und Her ist das. So, ich kann mich hier wieder aufladen. Dann nehme ich mal am besten Blitz. Der ist effektiver. Jetzt kann man noch ein paar Waffen aufladen. Aufladen, aufnehmen. So, sag mal was. Was haben wir denn? 27, 24. Hatten wir das nicht schon? Nee, das war eine 26. Soweit ich mich erinnern kann. So, oder jetzt gehen wir hier durch. Jawohl. Dann nehmen wir auch mal so ein Teil hier. Damit mich ja diese blöden Spitzen hier auf jeden Fall wegballern können. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Okay. Ja, 27 was? Habe ich mir nichts gemerkt. Falsch abgelehnt. Talon. Tell me. Wo steht da? 27. 24, nicht 26. So, 27, 24. So, 27, 24. Jawohl. Und jetzt gehen wir hier wieder durch. Okay, das sieht jetzt ganz anders aus. Oh. Jetzt haben wir wieder so ein... Gold in here. Ah, kalt. Sehr, sehr kalt. Apropos kalt, hier haben wir wieder Blitz. Nee, das ist nicht Blitz, das ist Eis. Sorry, ich muss mich erstmal noch dran gewöhnen. Ja. Oh, Alter, was war das? Wow. Okay, Talon. Ich habe Gänsehaut und die ganze Zeit habe ich Angst. Nee, Angst nicht, aber ich erschrecke mich mal so schnell. Geht's weiter? Was ist das? Man weiß auch gar nicht, woher die kommen. So, was habe ich jetzt aktiviert? Das Ding habe ich aktiviert. Mann, okay, ein paar Spirits laden. So, jetzt machen wir ja mit unseren Magnetschuhen mal wieder hier hoch. You're on the air with Art Bell. Art Bell, danke sehr. Another caller from Texas. What's going on, Alex? That guy from Garland wasn't faking, or I can see a bunch of lights too. So you're seeing them too. Yeah, Art. They're pretty high in the sky to the south of my house. Oh, gosh, my dog's going nuts. Down, boy. What part of Lubbock are you calling from? I live just north of town, so the lights must be right over Lubbock, but pretty high up. Can you describe them for me? Yeah, Art. They're about five of them. A big green one with three little red ones kind of spinning around it. You said there were five. Yeah, there's a big white one just over the green one, and wow! They just merged, and
and the white one just shot off into space. Wow. Well, what's going on right now? Well, Art, well, okay, now the red ones just sped off in all directions. They're gone. And the other lights are gone? The other lights are gone. This is so weird. And it's not a plane, you're sure? No way, Art. No way. I've never seen anything like this in my life. This is just plain weird. Okay, don't go away, Alex. We've got to go to a station break, but we'll be right back. Ja, das ist eine Anruferin, die sozusagen das beschrieben hat, was wir im allerersten Teil schon gesehen haben, wo Jen, Inisi und Tommy von diesen Aliens entführt worden sind. Dann machen wir mal hier das Portal auf. Und dann gucken wir mal, wo es uns jetzt hin verschlägt, in ein neues Kapitel, welches da heißt Opfer. Da kann ich mal eine saugen am Dampfgerät, meine ich. So, das habt ihr jetzt gehört. Gut. Ja, das ist live. Also aufgezeichnet. Live aufgezeichnet. So, schauen wir mal, wer hier da ist. Gut, okay. Auch? Wo braucht er denn? Okay. Irgendwas hier um die Gegend? Nee. Aha. Ich kann mir vorstellen. Was? Warum denn das jetzt wieder? Okay, als erstes kommt hier ein Eingabeterminal, aber wo ist die Nummer? Wie heißt die Nummer? So, wo konnte ich saugen? Gott. Aha. Mhm. Ein D zum Durchgehen. Okay. Und da hinten hinschmeißen. Kaputt. Okay, sehr gut. Das heißt, hier könnte der Hint sein für die nächste Codenummer. Mhm. Ist er hin? Er ist hin. So, Tresorzugangscode. Geändert. Aha. 0634. Tresorzugangscode. 0634. Das heißt 0634. Da denke ich mir, dass wir hier durch müssen. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, ein Schulbus. Auch das noch. Nee, ich wollte eigentlich vergrößern. Ah, ich muss mir noch ein bisschen mich dran gewöhnen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt werden wir blind irgendwo. Oh, no. Oben, unten, rechts und links irgendwelche Aliens auf mich warten. Ja, da muss ich hin. Du bist gut. Da muss ich erstmal hinkommen. Ternan. Okay, gehen wir mal hier ums Eck. Aha. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier drauf müssen. Ah ne, ich bin falsch. Hier genau auf dieser Seite. Dann komme ich hoch. Und mein lieber Freund zeigt mir, wo es lang geht. So, dann geht es weiter. Und zwar durch die... Was? Was? Schon wieder. Scheiße. Das Ding ist wieder zu. Shit. Bleib ich da hängen. Also muss ich die kleinen Mädchen doch alle irgendwie, also die Geistermädchen doch irgendwie alle eliminieren, damit ich wahrscheinlich das Portal wieder öffnen kann.
nein, ey. Oh nein, ey. Oh nein, ey. Go away, ja. Shit. Die blöde Balustrade. Ist noch nichts auf. Vielleicht geht das andere auf. So, immer in Bewegung bleiben, weil das Spiel ist nichts für Camper. Okay, das ist wieder offen, das ist zu. Oh, gut, dass ich da nicht runtergefallen bin. Meine Herren. Glaubst du es denn? Ach, oh, jetzt bin ich schon wieder auf den Kopf gefallen. Ja. Okay. Bin ich jetzt im Dickdarm oder was? Ja, Talon. Ich weiß. So. Hier wieder durch ein D durch. Mann! I get down there. Alter Schwede, wie geil ist das? Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Jesus Christ's sake. So. Ich kenne das neue Prey, nicht das neue Prey, sondern ich kenne Portal eigentlich überhaupt nicht. Nur aus Let's Plays, aber ich weiß nicht, das könnt ihr gerne schreiben, ob das in dieser Form auch so ist. Mit so Kästchen und wie wir es gerade hier gesehen haben, mit diesem, na, wie heißt das Vieh? Gyro, irgendwas mit Gyro. Ich bin noch so geflasht, dass ich gar nichts mehr richtig formulieren kann. Also Gyro-Schaukel. Ja, voll. Noch einer. Der fällt mal eben runter. Was denn? Sorry, dass ich wieder geschrien habe. Wahrscheinlich hat einer wieder so eine Bombe geschmissen. Ich bin echt voller Energie reingegangen und nicht gemerkt, dass ich voll. Na, kein Roten mehr. So, was war das jetzt hier? Hier ist nichts. Oh, ich kann eine Runde spielen. So, was haben wir denn hier? Wandgang. So, jetzt haben wir den Wandgang aktiviert. Was gibt's denn hier für ein Spiel? Blackjack. Nee, ich keinen Bock. Blackjack mag ich nicht. Ich habe hier Wichtigeres zu holen. Oder zu tun. Okay, Wandgang. An den komme ich nicht ran. Der ist ja kaputt. Wandgang ist kaputt hier. Shut it off. Shit, the phone's about to kill the gravity. Wandgang ist wieder deaktiviert worden. Shit. Auf dem Rückweg. Ah ja, hier kann ich rüber. Ein Glück. Weil der ist ja hier kaputt. Junge. Upsa. Man weiß ja nicht. Das ist ja wie eine Pralinenschachtel hier, ist das.
Ah ne, hier kann ich sozusagen ein paar Sachen schmeißen. Oh Mann! Okay. Das heißt, hier ist wieder so eine. Boah, hat der Hämorrhoiden. Hier ist wieder so ein Puzzleteil. Auf jeden Fall. Wenn da so nachgekackt wird, dann. Ja, okay. Hier ist was wie so eine Art giftiges Netz. Okay, hier kommt nichts raus außer Properze. Das heißt, wir schieben dich mal hier Richtung. Na. Genau, richtig. Boah, ist gefüllt mit irgendwas. Ein rohes Ei. Uff. Aha. Okay. Ja, du bist auch voll in den Annalen hier. Wenn man hier zugekackt wird. Was zum Geier? Ah, it's that creature's hand. Ach so, geht automatisch. Okay, habe ich ein bisschen zu lange gedrückt. Very exciting game. Oh shit, am I trapped in here? Hä? Das sieht so aus, als wäre ich hier gefangen. Was ist das? Ein Belüftungssystem? Hey you! How do I get down? Hey, up here! Hey! Holy shit. Ach du liebes Bisschen. Look out! Run! Oh Gott, nee. Oh Gott. Auch das noch. Ja, was soll ich machen jetzt? Setzt ja alles unter Strom. Ah, den treffe ich ja kaum. Finde. Was jetzt? Clever. Oh, der geht durch. Yes! Let's see how you fuckers like it. Oh
Okay, jetzt habe ich auch ein Teil. Oh, 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 oh. Okay. Ah, Mist. Das ist ja knapp gewesen. Lädt sich das auch auf oder habe ich jetzt überhaupt nichts mehr? Nee, ich habe. So, kommen noch irgendwelche Reste aus ihm raus? Quit fucking with me! Where the hell is Jen? Pippi in den Augen hier. Leute, stellt euch das mal vor, ihr müsst das mit einer 3D-Brille spielen. Nicht auszudenken. Okay, holen wir uns da noch ein bisschen. Ja, nee, geht gar nicht. Aufgehoben. Ja, das hat. Stopp mal. Gibt noch mehr von diesen Räumen. Naja, ah, das Ding ist deaktiviert. Gut, das heißt also, gehen wir durchs Portal durch. Was ist das? Ach, das sind die Munition hierfür. Also ich kann mich erinnern, als der erste Boss da mir gegenüberstand, wie eben, da habe ich geschossen und erst gar nicht mitgekriegt, dass weg. Dass da dieser Raum war. Ich kann euch sagen, ich habe da schon wieder. Ja, super. Hast aber auch nur du gedacht. Gib dir gleich fucking Human. Oh, macht Spaß. Ja, noch einer. Ja, ich glaube, das bringt mit der Waffe nicht so viel. Also wenn wir... Okay. Komisch, der liegt da tot rum, aber er glüht immer noch durch dieses Objektiv durch. Ja, liebe Zuschauer, auch hier der sechste Teil, der mal ein bisschen geschmeidiger ging. Den werde ich jetzt dieser Stelle mal beenden. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt ja wieder mal einen Daumen geben, Kommentar schreiben und ein Abo geben, falls es ihr nicht schon gemacht habt. Ich verabschiede mich und sage Tschüss und Goodbye, bis zum nächsten Mal.